Konienurlauber zu Selbstbräunern verschiedenster Art. Egal ob Creme, Lotion oder gar Spray. Nur eine der Varianten, um einen getönten Ton ohne Sonne zu bekommen. Aber es gibt auch Experten, die warnen vor der Bräune aus der Tube. Auf was muss man achten? Was sollte man lieber auslassen? Wie bekomme ich ein frisches, sommerliches Aussehen? Und das ganze Jahr. Selbstbräunen, aber gesund. Wir zeigen jetzt, wie man es richtig macht. Das ist natürlich relativ, das mit dem Zeigen. Vielleicht können wir es gleich mal an meiner Hand zeigen. Gucken wir mal, Janetta Kranepool. Guten Morgen, Beauty-Expertin. Guten Morgen. Heute bei uns zu Gast. Ja, wir haben ja gerade schon gesehen, also diese Alternative zum Beispiel mit dieser Sprüherei und so. Ich habe beim Selbstbräunen immer die Angst, dass es fleckig wird. Wie kann ich das vermeiden? Also ganz wichtig ist, die Haut gut vorzubereiten durch ein Peeling, um die Haut gleichmäßig aufnahmebereit zu machen. Das bedeutet also, vorher muss die Haut komplett eigentlich ja komplett sauber sein und gepeelt sein. Richtig, ja? Sauber und gepeelt und gut durchfeuchtet. Je trockener die Haut ist, je ungleichmäßiger nimmt sie ein Produkt auf. Deswegen ist es wichtig, also die Haut richtig schön mit einer Feuchtigkeitslotion vorzubereiten. Wenn ich das dann getan habe, Sie haben jetzt gerade schon zielgerichtet diesen Puder hier in die Hand genommen. Vielleicht können wir das mal kurz zeigen. Also was ist das für ein Puder? Das ist so ein Bronzepuder, der sich schön gleichmäßig auf die Haut auftragen lässt und auch wirklich den natürlichen Hautton nur unterstützt und dementsprechend sehr natürlich wirkt. Ja, Gesicht, können Sie überall, so. Auf die Hand jetzt hier. Wenn man das jetzt also schön gleichmäßig so aufträgt, dann kriegt man wirklich keine künstliche, sondern wirklich eine schöne gleichmäßige färbliche. Gut, jetzt sind sie schon schön eher braun. Ja. Aber fürs Gesicht und Dekolleté, Hals am Tag vor der Arbeit, um sich wirklich nach einem frischen Urlaubstag zu fühlen, ist das optimal. Optimal. Was halten Sie denn von beispielsweise diesen ganzen Cremes oder Gel, was es da so auch gibt? Also Cremes sehe ich etwas komplizierter. Bei den Cremes, sage ich, ist es durchaus möglich, dass sie scheckig werden, ungleichmäßig aufgetragen sind und dementsprechend halte ich es nicht so empfehlenswert. Da empfehle ich eher so ein Spray. Es gibt so Sprays, die schön gleichmäßig aufgetragen werden und die Haut nimmt das Gleichmäßige auf und dann hat man also auch eine schöne gleichmäßige Teint. Wir haben gerade hier diese Maschinen gesehen, wo man sich reinstellt. Ja, sieht aus wie am Flughafen, so ein Nacktscanner. Ja. Und dann kommt dieses, Lotte, sag mal, benimm dich mal hier, was ist denn hier los? Ja, du möchtest natürlich auch braun werden als weißer Hund, das verstehe ich natürlich. Was halten Sie von diesen Maschinen? Stellt man sich rein und dann kommt von allen Seiten die Sprühpistole? Richtig, ist ganz witzig, kann man machen. Ich persönlich empfehle dann doch aber die Beratung und die persönliche Anwendung von einer Kosmetikerin, einer Fachkraft, weil wenn die Maschine sagt drehen, man muss sich dann drehen, man kriegt Anweisungen über die Maschine. Und wenn man da jetzt ein bisschen unsicher ist, dann kann es doch zu Irritationen bzw. zu unglücklichen Ungleichmäßigkeiten auf der Haut kommen. Von Ihnen angesprochen, vorhin schon diese Art Sprays, die es da natürlich gibt. Eben jetzt hier nicht so eine Sprühpistole, das wäre das hier. Ja, könnte man auch nehmen, wird auch gesprüht, aber jetzt hier ein bisschen einfacher. So. Ja, nicht zu dicht drauf gehen, genau. Also wirklich gleichmäßig, nicht auf einer Stelle bleiben, nicht zu dicht drauf gehen, so praktisch wie ein Haarspray rüberlegen. Und das kann ich mit dem ganzen Körper auch machen. Da sagen Sie, das ist besser als eine Creme, weil ich einfacher gleichmäßig verteilen kann. Richtig, richtig. Ja? Gleichmäßiger bei der Creme, da haben Sie wirklich unterschiedliche Partien. Durch die Reibung verteilen Sie ungleichmäßig die Creme. Das Sprühen, wenn Sie eine Fläche hin und her sprühen, erreichen Sie es wesentlich gleichmäßiger. Es ist wie so ein feiner Nebel, der sich auf die Haut legt. Ja, also ich habe das gerade gemerkt hier. Erstmal riecht es fantastisch. Hier sehen wir das dann auch nochmal eben anhand von hübscheren Beispielen als das meinige. Sagen Sie, wo ist der Unterschied? Wenn ich zur Kosmetikerin gehe oder das tatsächlich selber mit so einer Sprühdose hier oder so einer eigenen Sprühpistole zu Hause mache? Also die Fachkraft kann Sie besser beraten und schaut sich die Haut auch optimaler an und guckt, dass die Haut in einem guten Zustand ist, gut vorbereitet. Und die kann im Zweifel auch besser auftragen, oder? Richtig, gleichmäßiger. Das heißt, sie kann wirklich schauen, wo ist sie nicht dran gekommen, wo ist die Haut noch nicht gut benetzt. Ich selber bin ein bisschen unsicher, auch vielleicht vom Zeitrhythmus etwas zu langsam und all das führt zu Ungleichmäßigkeit. Trotzdem ist natürlich auch hier wieder die Kostenfrage. Sprich, hier gebe ich ein paar Euro aus für so ein Döschen, stelle mich zu Hause vor einen Spiegel. Was muss ich bei einer guten Kosmetikerin dafür anlegen, sprich ausgeben? Zwischen 25 und 50 Euro. Ja, und dann habe ich aber auch ein optimales Ergebnis? Absolut. Ja. Also ein wesentlich besseres Ergebnis, als wenn ich es besser selber mache. Was könnten denn Nachteile von diesen Selbstbräunern sein? Weil bisher sprechen wir nur über Vorteile.
Gibt es die überhaupt? Also Nachteile grundsätzlich, es ist eben eine Bräunung, die zwischen 3 und 8 Tagen anhält. Ja. Weniger ist mehr, man sollte es nicht so oft, nicht so häufig machen und man soll schon gucken, ob man allergische Reaktionen eventuell haben könnte, Inhaltsstoffe vorher abklären. Deswegen auch wichtig, bei einer Fachkraft vorher fragen, wenn man zu ängstlich ist, gegebenenfalls wirklich auf einen Allergietest zurückgreifen und das mit seinem Hautarzt besprechen. Haben Sie so eine Kennzahl, wie viele Frauen, wie viele Männer machen das, so diese Selbstbräunerei? Also in der Mehrzahl schon die Frauen. Ja? So 80-20 könnte ich mir wohl... Nö, es ist schon ein bisschen mehr. Also die jüngeren Männer neigen schon dazu, es gern zu machen. Okay. Wobei sie doch lieber ins Solarium gehen, weil es bequemer ist. Ingo, kommst du gleich mal bitte kurz hier rüber? Wir werden dich einschmieren jetzt. Ja, freue mich sehr. Oder Lotte. Ja, und Lotte. Oder beide vielleicht sogar. Liebe Zuschauer, das Ergebnis dann gleich. Gucken Sie mal hier. Bei Ingo muss man natürlich auch oben ein bisschen was machen. Aber gut, schauen wir mal. Danke. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Kranepult. Dankeschön. Dankeschön. Vornehm blass ist auch unser weltbester Filmkritiker der Welt, Hans-Ulrich Pönack, aber trotzdem schön. Hier ist er mit dem DVD-Tipp.